Moin Sinnes und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Heute nehmen wir es mal mit dem Golden Grin Casino auf. Zumindest probieren wir das. Gerade eben habe ich schon herausgefunden, dass tatsächlich möglich ist, an der Rezeption zu verkacken, wenn in dem Moment eine Guard vorbeiläuft. Also RNGesus bin ich mal wieder hier. Aber ansonsten, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es gut gehen wird. Morty hat ja gezeigt, dass das sogar mit 75 Detection Risk möglich ist. Ich muss immer noch mal sagen, Alter, Props an dich für die Leistung. Einfach nur wow. Ich begnüge mich mal damit, dass ich diesen Heist auf der normalen Difficulty schaffe, also mit 3 Detection Risk und all possible dafür. Und natürlich keine toten Civis, das Übliche. Beziehungsweise hier ist die Ausnahme, denn wie ihr seht, wir haben nicht die Treppe. Wenn wir den Civi auf der linken Seite haben und der Civi rausgeht, um sich zu übergeben, dann töte ich den einfach, ist mir dann scheißegal, weil es gibt keinen hundertprozentig sicheren Weg, dass der Civi dann safe ist. Und darauf habe ich einfach keinen Bock. Denn hier auf gut Glück irgendwie in die Wand reinzubacken, damit er nicht gespottet wird, das ging schon zu oft schief bei mir. Okay. Warte mal, der geht, oder? Nee, der kommt. Okay. Der kommt, das ist gut. Dann haben wir hier gleich unseren ersten Kill. Warum ist die Tür da unten auf? Das hatte ich ja noch nie. Interessant. Fragen über Fragen. Interessanterweise werden die Guards hier, wenn die irgendwie fliegen an der Cam, nicht so wirklich gespottet. Ich weiß nicht wieso. Die Kameras hier sind so dermaßen buggy, das kann man wirklich keinem erzählen. Mal, wenn ich das jetzt nochmal als Gegenbeispiel nehme hier, wo ist der Civi? Da ist der Civi. Erstmal hier durchsuchen, damit ich dann später nicht die Cams loopen muss. Das ist ganz besonders wichtig. Oder kann ich sie jetzt nach hinten bringen? Ich habe nämlich keinen Bock, hier beim Suchen dann von ihr gestört zu werden. Dann noch Rücksicht auf den Ziel zu nehmen. Nee, das ist mir zu umständlich. Oh, Guard 2, die holen wir uns. Damit haben wir schon mal 2 von 4 Guards hier hinten. Ich könnte ja mal über die Schule reden. Das ist so ein Thema, das wird eh nie alt. Ich nehme das gerade hier am Sonntag auf. Montag, also ich bin ja in Sachsen stationiert, kann man so sagen. Und nächste Woche haben wir nur noch 3 Tage Schule. Montag, Dienstag, Mittwoch. Danach ist es dann soweit, endlich Ferien. Die lang ersehnten. Die lang erhofften. Drei übrigens. Und nächste Woche wird immer super, super geil. Erstmal darf ich am Montag eine Impro-Klausur schreiben. Darf dann noch ein Exposé abgeben. Das Exposé soll beinhalten, wie ich eine Wohnung für Studenten designen soll. In so einer Art Würfel. Also die Würfel soll die Maße 5 Meter mal 5 Meter mal 5 Meter haben. Das soll dann zum Leben reichen. Und ja, davon halt das Exposé abgeben, das heißt im Prinzip das Design. Das darf ich also heute auch noch machen. Neben dem Lernen für die Impro-Klausur. Freue ich mich. Fast.
das wird echt, das wird ein bisschen nervig, sage ich mal, aber nichts, was ich nicht fertig kriegen könnte, dann mache ich einfach mal mehr oder weniger so ein bisschen hinscheißen. Hauptsache, ich habe irgendwas, was man abgeben kann. Hol mal dann meine 3 oder meine 2, je nachdem, was ich halt kriege, beziehungsweise im Bereich 8 bis 12 Punkte. Und dann bin ich vollkommen zufrieden. So, jetzt kommt in Anführungszeichen der Moment der Wahrheit. Jetzt kommt es darauf an, welche Seite wir kriegen mit dem Civi. Hoffen wir einfach mal, dass wir die Seite hier kriegen, weil sonst gibt es dann gleich einen Toten. Das will ich eigentlich nicht, aber es lässt sich dann nicht vermeiden. Weil unter den Treppen ist er, soweit ich weiß, safe. Ich gehe jetzt einfach schon mal präventiv hier nach rechts. Da kommt er nämlich schon. Okay. Rot. Rot, 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 rot. War... Pink war VIP, draußen war blau. Das heißt, rot muss oben sein. So. Ich hasse das hier. Scheiße, hier oben ist immer der größte Mist, hier irgendwie lang zu kommen. Aber gut, wir haben es. Wir haben die Flasche. Ich use nur einmal zur Sicherheit Sixth Sense. Damit ich hier nicht direkt unten in die Guard reinlaufe. Da war Elvis! Elvis, Alter, my friend. Dann haben wir unsere Mission hier soweit es geht erfüllt. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Normalerweise sollte er hier zum Waschbecken gehen, da können wir ihn dann easy hinunterschreien. Gut, dann kommt er hier, geht in seine Position, wir warten noch ganz kurz und holen ihn jetzt. So liegt er gut. Wir haben den AIDS Room. Alter, toll. In dem Zivi komme ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt vorbei, also... Bitte, wie weit kann der mich denn spotten? Na toll. Also wieder zurück. Ey, wie ich das hasse, Leute. Das ist so... Toll. Einfach nur toll. Und jetzt telefoniert er da. Ich fasse mein Glück auch nicht. Ja, toll. Wie komme ich jetzt an dem vorbei? Auch dann stellt er sich dahin, oder was? Na super. So, jetzt das... 154 hat er gesagt. So. Knallen wir hier mal das Schlafgas rein. Ja, wenn wir es jetzt noch zurückschaffen, dann dürften wir eigentlich so gut wie durch sein. Oh, ein Päckchen.
Nicht festbacken. Und nach Möglichkeit nicht hier runterjumpen und dann sterben. Boah, wie würde ich da abkotzen, Leute? Dann dürften wir jetzt aber eigentlich auch soweit so durch sein. Ich aktiviere kurz den Hack und gehe dann an die letzten beiden Teile dran. Wir brauchen ja noch zwei Codes. So, während der Hack hier jetzt aktiviert wird, sorge ich mal dafür, dass wir die letzten beiden Ziffern bekommen. Ja. So, Locker Room war hinten links, hier. So, hier sollten wir jetzt erstmal nichts weitermachen. Nicht, dass der uns jetzt noch spottet. Und da haben wir auch schon den Briefcase gefunden und die letzte Nummer. Die andere ist ja hinten im Safe. Zum Glück geht das Knacken hier relativ schnell. Dann haben wir vom kleinen Loot her jetzt alles. Alles, was ich haben wollte zumindest. Locker Room. Ach ja, genau. Und dann haben wir hier den letzten Teil des Codes bekommen. Und da haben wir den Code. Yay! Ab in den Vault! Ich setze jetzt einfach mal überall einen Drill dran, ne? Boah, setz den Drill an. Natürlich holen wir uns hier alle Bags. Und natürlich auch das ganze Small Loot, das ganze Kleinvieh. Kleinvieh macht auch Mist, meine Freunde. Zum Glück habe ich jetzt einen Mod, bei dem ich nur F gedrückt halten muss, um die ganzen Scheine einzusammeln. Sonst wäre das jedes Mal der Überaufwand. F. Kann ich gleich mal Werbung machen hier für Sydney hat, was ich hier momentan benutze. Absolut nice. Hat während der Update-Phase kein einziges Mal schlapp gemacht, also Probleme bereitet. Jeder, der sich überlegt, einen Hut zu holen, dem kann ich nur Sydney hat ans Werk legen. Extrem leicht einzustellen, extrem leicht zu bedienen, selbst für Idioten wie mich. Ja. Dann machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Also vom ganzen kleinen Loot hatten wir jetzt alles. Jetzt geht es nur noch darum, den ganzen Bags zu transportieren. Ich werde das mal folgendermaßen machen. Nachdem ich die Scheiße hier unten habe, werde ich da mal kurz den Dentist's Loot securen. Sobald ich das gemacht habe, werde ich dann die Lobby öffnen, sodass Leute joinen können. Und dann werden wir wahrscheinlich zu viert bald die Taschen transportieren. Ich könnte natürlich jetzt auch hier vorspulen und irgendwelche Musik hinterlegen, aber ich denke nicht, dass ihr das wollt, weil da kriegt man höchstens Augenkrebs von dem ganzen Vorgespule. Gut, letzte Challenge, hier durch die Laser kommen.
Und durch. Gut, dann bringe ich jetzt kurz das Dentist's Loot weg und mache jetzt schon mal auf öffentlich, damit ich hier Leute habe, die mir beim Taschentragen helfen. Nicht in die Escape Zone gehen? Dann heißt es jetzt Taschenmoven. Ich hoffe mal, dass bald jemand joint, weil ist doch schon ein bisschen langweilig für euch, mir nur beim Taschentragen zuzusehen. Kann ich mir vorstellen. Das ist halt der langweilige Teil des Heistes. Aber sobald man den erreicht hat, ist man eigentlich so gut wie sicher. Ich hatte das übrigens nur weggebracht, weil Folgendes passieren könnte. Wenn wir jetzt einen Troller kriegen, dann kann ich wenigstens noch kurz einen ECM setzen und damit alles verhindern. Habe ich halt nur eine Tasche oder so. Aber falls ihr jemals diesen Safehouse Daily Job habt, bringt 20 Taschen in Sicherheit. Auf jeden Fall Golden Win machen, Leute. Dann müsst ihr es nur einmal machen und seid direkt durch. Das zweitbeste, was mir dafür dann noch einfällt, wäre Big Bank. Da habt ihr 11 Taschen mindestens. Und wenn ihr gutes RNG habt, hoch zu 21 Taschen. Hatte ich auch schon. Aber wenn ihr wirklich eine 100%ig sichere Chance haben wollt, für 30 Taschen mindestens, dann das hier. Alternativ könnt ihr auch noch Scarface Mansion machen. Bei Scarface Mansion, das ist, naja, ihr kriegt nur 8 Taschen Geld, aber dafür ist der Heist noch wesentlich schneller vorbei. Der wollte trollen. Tut mir leid, dass ihr das jetzt über euch ergehen lassen müsst. Ich werde ja wahrscheinlich ein bisschen vorwärts machen. Aber auf der anderen Seite, das Problem ist, wenn ich jetzt vorwärts mache, dann kriegt ihr wieder diesen halben Augenkrebs. Naja, es joint ja jetzt gerade zumindest einer, dann dürfte es mindestens ein bisschen schneller gehen. Dann haben wir jetzt die Alpha und die Dev. Alles klar. Irgendwie sieht das so aus, als ob die beiden zusammenspielen. Hauptsache, ich krieg nicht zwei Troller. Die berühmten 98%. Oh, es gibt tatsächlich Leute, die fragen, ob es sicher ist, ob man joinen kann. Habe ich auch nicht mehr in der langen Zeit erlebt.
Ja, Objective Reminder Escape. Ja, komm. Die verstehen, ja. Ja, wissen, was man machen muss. Sehr schön. Da geht's auch schon direkt viel schneller, meine lieben Freunde. Wieso kann ich den nicht... Okay. Den lieben Rickard wollte ich jetzt schon kicken, so wie der aussah. Nein! Geld! Nein! Meine Geldtasche! Da kommt der Julian mehr, Leute. Nee, 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 nee. Wie ich sagte, okay, das war oben. Sehr gut. Da kommt der Jude in mir. Wir spielen zwar ohne tote Zivis, soweit es geht, und halten so weit wie möglich die Gewalt raus. Aber dass wir alles mitnehmen, das muss auf jeden Fall sein. Und wie ihr seht, ich bin bald in Famey 25100. Ich werde auch nochmal schauen, dass ich da irgendwie eine Special-Folge oder sowas mache, keine Ahnung. Vielleicht sowas wie Hoxton Breakout auf One Down. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber sobald ich 2500 bin, könnte ich auch mal über eine Crime Spree nachdenken, so eine etwas längere. Toll. Die Throwing Skills of Reels. Aber wir sind durch, Leute. Das war sozusagen Golden Grin mit All Possible. Also auch den ganzen kleinen Scheiß, wie ihr es gesehen habt. Ist doch auch was Feines. Tut mir leid, dass jetzt Commentary mal wieder etwas ärmer war, aber jetzt zum Schluss, was soll man da noch groß erzählen beim Taschentransportieren? Sind wir durch? Ein good job an meine Mitstelfer. Das war's von mir, beziehungsweise das war Golden Grin. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!